ist ein Altar. Aber ein bisschen Gold. Aber kein Geheimgang, kein Schalter, kein gar nichts. Okay, also müssen wir wirklich da hinten weiter. Nachdem wir den einen Zauberer hier noch gefunden haben, genau dich. Auch wenn du eine Druidin bist. Sprung! Du machst bitte das da. Wie kommt man da eigentlich hin, wenn man keinen Sprung hat, fällt mir gerade auf. Gar nicht, ne? Sprung. Oder man kann außen durch das Labyrinth angehen, doch irgendwie hier auch noch hinkommen. Sogar ziemlich wahrscheinlich. Das heißt, wir sparen uns gerade nur sehr viel Laufarbeit. Oh. Scheint wirklich das Zentrum von hier zu sein. Also die Tür da höchstwahrscheinlich. Also wir müssen jetzt irgendwas finden, das uns in Bars Augen ist. Wer kann so nicht benutzt werden. Aber der Umhang, der könnte es sein. Ich probiere das mal ganz kurz. Also wir haben hier zwei Artefakte quasi, die uns als Anhänger Bars auszeichnen. Einmal der Ankh. Aber der Umhang. Du bist bar nicht wert. Du bist bar nicht wert und bist gleich tot. Ja, ein Versuch war es wert. Kraftheilung. Blubber, blubber. Was? Warum habe ich gerade Schaden bekommen? Kessel ist leer, Kessel ist leer. Oh, Gold. Repariert. Noch irgendjemand? Repariert. Oh, so. Hüpf. Oh, hüpf. Schon wieder ein blauer Punkt, der daneben ist. Also ich sollte mal wirklich alle Wände abklopfen, während ich hier lang vorbeigehe. Tür. Braucht ihr wieder Expertenrang? Hm. Eine Rumpelkammer. Weg. Oh, weg. Weg, weg, weg. Ich zauber mal ein bisschen. Ah, da ist er. Ich habe schon wieder vergessen, den Sprung anzusetzen, bevor ich die Zauber verbraten habe. Sind die jetzt neu dazugekommen oder wo kommen die mal her? Ah, Zauberpunkte entzogen. Ja, da sind die Druiden echt nervig. Aber wir kriegen euch auch so tot. Das ist gar kein Problem. Ding. Oh, schon wieder Talana. Reißt sich die ganzen Fässer unter den Nagel. Leer, leer. Aha. Oh, läppert sich, läppert sich. Wir sollten hier spätestens in ein, zwei Jahren wieder hingucken. Das lohnt sich dann doch. Also jetzt in neue Sorbregal mit den vier Fässern, die bei dem Goblin-Dinges da sind, das ist... Aber hier zum Beispiel, auch wegen den ganzen Hexenkesseln, die permanent Resistenzen geben, das ist schon schick. Kriegen wir die Tür inzwischen auf? Nein, aber wir waren auf der anderen Seite, also nicht mehr ganz so wichtig. Ich würde ganz gerne schlafen, aber... Eingang dürfte jetzt ja eigentlich sicher sein. Nö. Dum dum. Ja, ein blauer Drache. Ist okay. Zwei blaue Drachen. Lauf, 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 lauf. Danke.
Zahlen wir zwei blaue Drachen vor dem Ding. Ja. Aber ist nicht ganz so wild. Hey, schießen durch die Wände. Das ist wild. Du. Schutz gegen alles. Wo müssen wir jetzt eigentlich genau hin? Da hinten ist noch recht viel Unentdecktes. Und es gab ein Loch, wo man runterspringen konnte, wo eine Schriftrolle unten lag. Da sollte man vielleicht auch mal hingucken. Du, Tag der Götter. Hier ist nichts. Angeblich, aber ich sehe da was. Also unser magisches Auge sieht da was. Da ist auch was. Weg mit dir. Okay, wir brauchen dich. Oh, Talana ist durchgedreht. Oh, ganz viele Kisten. Ganz viele Kisten klingt sehr gut. Aber ich glaube, die Nischen da sind irgendwie wichtiger. So, alles tot. Du bist auch durchgedreht. Das ist nicht so schön. Irrsinn heilen. Zack. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ah, okay. Hier sind Heilen. Nö, das haben wir Deko-Statuen, okay. Und hier sind Heilen. Oh. Das war jetzt zu spät. Müssten wir also im Tempel heilen lassen. Na gut, bei Gerogon eilt es ja nicht so sehr. Der zaubert eh nicht. Du. Schwäche heilen. Aha. Nix. Noch ein Tempelgong. Zauberbogen. Sind das jetzt vier Kisten oder eine Viererkiste? Das ist eine Viererkiste. Heldentum. Naja. Nicht mehr so ganz unsere Größenordnung. Also nichts wirklich von Interesse. Also nur Beute, um Geld zu machen. Kein Schalter, kein Gegenstand, der uns hilft, die Tür zu öffnen oder dergleichen. Schade, schade. Oh, was hier? Aha. Noch mehr zu trinken. Und ein abgetrennter Kopf. Ja, okay. Na, ich sehe Gegner bei dem Gang, wo wir nicht durch können. Und im Westen war noch ein Bereich, wo es weiterging. Genau hier. Weg mit. Schon mal durchgedreht. Ja. Schlürf. Das ist echt Overkill, diese einfachen Priester mit Zaubern niederzustrecken. Die hier. So. Nicht schon wieder Talana. Sie, genau du. Du heil wieder deinen Irrsinn. Ausgetrunken. Alles ausgetrunken. Ist hier noch irgendwo ein Schalter oder Kiste oder so? Nee. Aber da im Nordosten sieht unser magisches Auge den Raum, wo man runterspringen kann. Das heißt, wir gehen jetzt zu dem Raum, machen da dann einen Sprungpunkt und springen dann. Also runter. Du, Leuchtfeuer setzen da. Hops. Funkenflug, ernsthaft? Ist nicht so die starke Falle. Na komm. Huh. Interessant. Schutzzauber haben wir noch, ne? Wow.
Jungs, ernsthaft? Schön am Rand. Ja. Gut, dass wir so stark hierher gekommen sind, sonst hätten wir echt Probleme gehabt. Also die Feuerbälle haben sie jetzt schon gekitzelt, aber wenn wir 10, 12 Stufen niedriger gewesen wären, wäre das echt problematisch. Und für die Stufe wäre es eigentlich gedacht gewesen. Wir haben doch recht viel nebenbei noch gemacht. Und waren auch schon Titanen und Drachen töten. Okay, durch. Einfach durch. Ein in sich gebundener, nach oben drehender Gang. Okay. Es wird abgefahren. Es wird mehr. Ja, nö, das sind die Zauberpunkte nicht wert. Geht weg. Ja. Also wir haben noch ein bisschen was zum Gegenheilen, aber man weiß ja nie, wie lange der Gang hier noch ist. Na, er ist zu Ende. Super. Wofür war der Gang jetzt? Was war das für eine Schriftrolle, die du gefunden hast? Ich weiß es nicht. Das weißt du nicht. Ah. Inferno, ja. Gut. Vielleicht war das eine Prüfung von Bar. Warte mal, wir gehen erstmal jetzt darum. Da ist mir noch die Kiste. So, eine Kiste zu öffnen. Und sonst gucken wir da lang. Osten hier. Daumen. Kiste. Truhe ist verschlossen. Keiner muss das Gegenstand zum Öffnen. Okay. Tipp. Hier. Ganz viele Abzweigungen. Töten. Hier scheinen die Schlafkammer zu sein von denen. Also von den ganzen Horden an Menschen, die hier lebt im Tempel. Das ist ganz schön krass, wenn man das so sieht, was wir schon alles umgebracht haben hier drin. Oh, okay. Noch ein Altarraum. Was Sinn macht, weil es ein Tempel ist. Weg. Schnell dich töten, bevor du wieder Zauberpunkte entziehst. Okay. Altar, nichts Besonderes. Bar. Barkopf 4. Oh. Barkopf 2. Barkopf 1. Hier ist Bar 1. Bar 2 bereit. Bar 3 in Warteposition. Bar 4 ist unterwegs. Was? Der Altar ist eben hier vorgehoben. Gibt es ein Bar 5? Oder was passiert, wenn ich jetzt nochmal 1 drücke? Hier ist Bar 1. Bar 2. Bar 3. Ich glaube, wir sollten jetzt wieder in den großen Raum zurück, wo die Tür war. So, am besten mich hier zu Ende aufräumen, damit wir später nicht nochmal hier müssen. So, weg. Nichts Interessantes. Das ist wohl die weibliche Abteilung des Klosters. Und ihr ganzen Mädels teilt euch die zwei Betten? Okay. Ah, okay, und die 5-6 Jungs teilen sich die 3. Das, okay. Nee, stimmt gar nicht. Die haben Einzelbetten. Für jeden ein Bett.
Sehr kurios, sehr kurios.